Gut 100 Menschen machten sich am Vormittag des 20. Mai auf den Weg zur Plauner Festhalle. Dazu aufgerufen hatte der Runde Tisch, ein Bündnis aus Kirche, demokratischen Parteien, Vereinen, Gewerkschaften und auch Einzelpersonen. Deutlich sichtbar war ihre Meinung, was sie von der rechtsextremen NPD und ihren Anhängern halten. Mit viel Werbung im Vorfeld des Landesparteitages wollte die NPD für ihre Veranstaltung mobilisieren. Ein Tag für die gesamte Familie sollte es werden, mit Liedermachern und nationalem Kabarett. Die Stadtverwaltung machte dem Vorhaben jedoch einen Strich durch die Rechnung, mit einem Mietvertrag, dem die Partei so nicht zustimmen konnte. Erstens, weil sie keine Veranstalterhaftpflicht vorweisen konnte, ist mir auch nachvollziehbar, dass eine Versicherung ja nach Risiko versichert. Und ich denke mal, das Risiko bei dieser Veranstaltung war sehr hoch gewesen. Und zum Zweiten hatten wir in den Mietvertrag bestimmte Passagen noch hineingenommen auf der Basis des deutschen Grundgesetzes, dass eben rassistische, antisemitische und antidemokratische Äußerungen verboten sind, dazu führen können, dass der Betreffende, der solche Dinge äußert, von der Veranstaltung ausgeschlossen werden muss, beziehungsweise auch die Veranstaltung beendet werden kann. Das wollte die NPD nicht unterschreiben und somit ist es zu keinem Mietvertrag gekommen. Die NPD schreibt auf ihrer Internetseite von Schikane. Eine Maulkorbklausel sollte unterschrieben werden, mit der sie sich de facto verpflichtet hätte, auf dem eigenen Parteitag keine nationalen, heimatbewussten und inländerfreundlichen Positionen zu vertreten. Freude über den Clou der Stadt herrschte dagegen bei den Mitgliedern des Runden Tisches. Sie sprechen von einer Niederlage, die die NPD landesweit bekennen muss. Ich habe alle Zeitungen mir angeschaut im Internet, alle berichten über Plauen, dass die NPD, weil sie keinen Rassismus, antidemokratischen und keine antisemitische Äußerung tun darf, diesen Parteitag abgesagt hat. Und da ist das, was da jetzt in der Innenstadt stattfindet, ja nur noch so eine Trotzreaktion. Die Rede ist von einer Veranstaltung, die am selben Tag auf dem Plauener Klostermarkt stattfand. Weiträumig abgeriegelt hielten die Nationaldemokraten eine sogenannte Anti-Euro-Kundgebung ab.